Einen wunderschönen guten Tag, werte Freunde. Ich begrüße euch heute recht herzlich zu einer weiteren Aufnahmeparty hier in die wunderschönen Titanic-Quest am rotesroen Universum mit unserem Battle Mayors. So, und zwar, Mensch, meine Freunde, ja, wir waren ja in der vergangenen Aufnahme richtig schön gefickt worden von diesen einäugigen, hässlichen, verkackten Hexen, ja, aus dem Wald von Medera, so hieß die gute Frau, die da, ne, und so. Meine Fresse, sind die ja stark, das kann ja nicht sein, da. Die alten Arschkrampen wollen es jetzt ja auch ernsthaft wissen, da. Das geht so nicht. So, okay. Ich habe meine Hausaufgaben erledigt, habe mal geguckt, was hier so die Erzmagier-Sachen noch so bringen, wenn man die dann schlussendlich auf komplett hier hat. Also quasi vier Teile von dem Set. Dann kriegst du ganze 200% Energieregeneration. Ist das nicht schön? Ja, ist natürlich in erster Linie, da denkst du dir so, boah, Mensch, das ist ja super geil. Aber auf zweiter Sicht ist es einfach nur scheiße. Weil alleine durch unser Orakel-Set, Moment. Durch unser Orakel-Set hast du folgendes. Warte, pass auf. Plus 10 Energieregeneration pro Sekunde. Ja, das ist schön. Und das haut jetzt uns erst einmal so wirklich das haut uns erstmal aus diesem Problem raus, von wegen, dass wir zu wenig Energie regenerieren, ja? Weil alleine durch die Tatsache, dass wir durch die legendären Sachen, also hier Inkarnation von Hekates Sichel, können wir uns bestimmte Sachen so geil basteln. Also damit meine ich bestimmte Sachen, meine ich Relikte. Also sprich Ringe und Amulette und wie sie alle heißen, das können wir uns so geil zusammenbasteln, dass wir auf diese diese Energieregeneration ohne weiteres kommen. Ja, aber nun gut. Gut, da ist es ein Z-Bonus drin und mag zwar alles schön und gut sein, aber ich habe mir noch ein anderes Set ausgeguckt, insbesondere weil ich ja auch bei der vergangenen Aufnahmesession ja auch Andeutung gemacht habe, dass ich hier draußen noch so einen Traumweber basteln wollen würde, möchte, könne, sollte. So, und da würde nämlich ein anderes Set sehr gut reinpassen. Das Set heißt Gewand von Karnos. Gewand von Karnos. Davon habe ich nicht einen Z-Gegenstand, aber man hat ja seine Datenbanken und man kann ja da mal reingucken, was es überhaupt so alles so gibt. Und es ist ja, der Weg ist das Ziel, Freunde. Der Weg ist das Ziel. Wenn du das Set gleich von Anfang an hättest, dann wäre das ja jetzt hier nicht so geil. Und deswegen finde ich das jetzt auch schon ein bisschen geiler, wirklich nur mit dem auszuhalten, mit dem, was wir wirklich im Rahmen von Titan Quest und meinen Let's Plays so gesammelt haben, gefunden haben. Und dass ich jetzt hier nicht so arg groß bescheiße. Das finde ich schon ziemlich nice, ja. Weil, was habe ich bei Steam gesehen gehabt? Es gibt mittlerweile sogar Seiten, beziehungsweise in diesem Steam Workshop, die haben das ja vereinfacht, dass man die Mods einbauen kann. Und da hat einer eine Map kreiert, wo du auf, sagen wir mal, auf solche Dummy-Puppen sind die einzelnen Sets aufgereiht und du kannst dann quasi einfach die Dummy-Puppe umhauen und dann kriegst du das gesamte Set gedroppt. Finde ich tendenziell nicht schlecht, aber auf der anderen Seite finde ich es einfach, das ist die größte Form von Betrug, die es nur so gibt, und das erbost mich im Herzen des Gamers, ja, ungemein, aber wirklich, das ist, ich finde das echt eine Frechheit. Es ist zwar schön und gut, aber ich finde es nicht schön. Ich finde es echt nicht schön. Jeder soll wirklich nach seinem Ermessen handeln und wie er es auch mit sich vereinbaren kann. Aber ich finde es echt nicht schön. Ich finde es echt nicht so wirklich geil. Wiederum was anderes wäre es Internetgeschichten von wegen Tauschbörsen. Ja, sowas gibt es ja auch. Sowas gab es früher, zu meiner Zeit, als ich früher noch gespielt habe online. Das war noch Zeit, ne? Das beste Beispiel aus meiner Sicht ist immer noch Secret. Ja, das war auch so ein schönes Teil, ne?
Da gab es ja verschiedene Rassen, die du spielen konntest, Schrägstrich auch Klassen. Ja, jede Rasse war an eine Klasse gebindet. So, und da hattest du das Problem, du hast grundsätzlich nicht für deine Klasse, Schrägstrich Rasse, dein Set gefunden. Und deswegen gab es dann im Internet Leute, die haben das feilgeboten, dass du dann tauschen könntest. Dann könntest du sagen, Mensch, ich habe das Set-Teil XY gefunden. Kann mir jemand was anbieten dagegen? Und das war natürlich eine schöne Sache, weil, ja, darüber bin ich überhaupt in die Online-Schiene reingekommen. Weil ich habe Sacred übel gesuchtet und hatte da so einen Dunkelelf. Einen Dunkelelf und da gab es ein Set, oh, das ist, als ob es gestern gewesen wäre, hat sich das in meinen Kopf eingebrannt. Das Set hieß Pferds Rüstung, mit Pferd mit F geschrieben. Und wenn du das Set komplett hattest, dann warst du auf ewig unsichtbar. Ja? Also du warst, das war der Set-Bonus, du warst unsichtbar und du konntest halt, der Dunkelelf war ein Fallensteller. Du konntest halt Fallen rumwerfen, in die Gegner gelaufen sind. Das Problem war halt immer, dass du gesehen wurdest. Und durch Pferdsrüstung konntest du das umgehen, indem du dann ganz einfach unsichtbar wurdest und du konntest dann halt einfach inkognito oder halt im verbotenen Stillen konntest du dann ganz einfach deine Fallen stellen und es war einfach geil. Einfach geil. So, und ja. Das fand ich wiederum ziemlich cool und auch legitim, dass du dann halt mit anderen Spielern dein Zeug getauscht hast. So, hier ist es dann halt, wenn du dann so das Spiel austrickst, das ist dann halt schon frech, ne? Das ist eine Frechheit. So. Aber wie schon gesagt, jeder soll es so machen, wie er möchte. Ich hatte da auch schon überlegt gehabt, ob ich mir das da mal gönne. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil, wie schon gesagt, dann würde ich mich nur selbst betrügen. Und das ist halt immer genau das, was uns die Lehrer damals vermitteln wollten, wenn sie gesagt haben, ihr betrügt euch nur selbst. So, und das ist halt alles richtig und schön. Deswegen, außerdem bin ich zum Bescheißen immer viel zu blöd. Und nun gut. So. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier weiter unterwegs auf dem Pfad der Toten. Ja, das ist jetzt befinden wir uns quasi wirklich auf dem Pfad, in dem die Seelen wandern müssen, um halt in die Unterwelt zu kommen. Denn ja, der liebe Hades hat ja keinen Abholservice. Nee, den Service bietet er nicht an, sondern die Seelen müssen selbst in das Reich der Untoten wandern. So, beziehungsweise die Seelen müssen erbitten, ob sie denn überhaupt in das Reich der Untoten gelassen werden. Ja? Denn sie müssen ja unter anderem auch noch den Styx überqueren und da überhaupt auch noch Wegezoll leisten. Also das ist eigentlich schon eine Frechheit, ne? Da bist du schon verreckt und dann hast du noch nicht mal Geld, um den letzten Fährmann da zu bezahlen. Ist natürlich dann auch traurig. Aber okay, das ist halt geschlossene Gesellschaft. Gut. Okay, hier haben wir noch ein Schrein des Lebens. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Ein Schrein der Erfahrung wäre mir weitaus lieber gewesen. So. Genau. Also, das Set, was ich angesprochen hatte, Set von Karnarus, Karuns ist, Gewand oder wie es heißt, das ist wirklich explizit auf Traum und Geist ausgelegt. Da ist sogar ein Stab mit bei und das Ding sieht aus, als ob du eine Todesschwinge bist. Ja, da siehst du aus, keine Ahnung, du siehst aus wie. Nee, mir fällt dazu jetzt gerade keine wirkliche Beschreibung ein. Du siehst aus wie eigentlich, ja doch, wie ein Todesengel, kann man so sagen. So. Das finde ich hier ziemlich cool gemacht. Also hier war ich auch, als ich das erste Mal diesen Weg gelaufen bin, war ich schwer begeistert. Ja, weil die haben das echt richtig geil inszeniert hier mit diesen Seelen, die immer wieder verschwinden, wenn man in deren Nähe läuft. Also es war echt schon beim allerersten Mal, dachte ich hier so, what the fuck? Was haben die hier gemacht? Was hat's mit denen hier auf sich? Ja, also sah schon sehr mystisch aus und wie schon gesagt, war sehr gut inszeniert. So, mittlerweile, es gibt Spiele, die machen es weitaus besser, aber die sind auch weitaus jünger. So, und wann ist Titan Quest
erstellt worden vor 10 Jahren, ne? Vor weit mehr als 10 Jahren. Also ein gutes Jahrzehnt hat das Ding hier schon auf dem Buckel und dafür hat sich sehr, sehr, sehr gut gehalten. Insbesondere, wenn es immer noch Leute gibt, einen gibt, der es immer noch nach 10 Jahren Let's Play. Also das finde ich, da sage ich mal, da möchte ich mal wirklich sagen, Chapeau, not bad. So. Okay, das hätten wir. Das hätten wir auch. Okay, sehr schön. Gut. Gut. Ja, Krieger, kannst du mal eben herkommen? Ich habe da folgendes Problem. Hier sind wir so eine Commission der Ranznöten. Ja, und die sind total schwer. Ja, die sind echt richtig schwer von KP. Außerdem müsstest du mal ein paar Bürger retten. Was sind für Bürger? Ja, also jetzt müssen wir hier ein paar Bürger retten, die jetzt hier noch eingeschlossen sind. So, weil hier wurde Paseron wurde von denen hier überrannt. Und hier gibt es immer noch ein paar Bürger, die gerettet werden sollten. Das machen wir natürlich alles, ja, weil wir sind ja geil, Freunde, wir sind ja richtig cool. Außerdem, diese Kreaturen hier, wir haben es gerade gesehen, haben eine sehr hohe Drop-Chance an grünen Gegenständen. Und da müssen wir echt mal gucken, was wir hier noch rausziehen. Weil hier diese Flachbögen, die sind grundsätzlich besser als das, was wir in Griechenland und in Ägypten finden. Und wie jeder, der sich noch an Hehl erinnern kann, an meine Bogenschützin, ist natürlich schwer begeistert gewesen, was ich da für einen Bogen gezaubert habe. Und zwar hatten wir ja da so einen grünen Bogen noch mit der Inkarnation von Artemis Bogensehne oder so verzaubert gehabt. Und der ist richtig, richtig nice geworden. So, und wenn ich mir jetzt hier einfach mal angucke, was die hier so anbieten. Moment. Denn ich habe ja noch im Hinterkopf noch meine anderen Charaktere. Das wisst ihr ja weniger. Sondern, das habe ich ja eher zu verbocken. Deswegen muss ich da halt auch immer schon ein bisschen gefeilt sein. Von wegen immer so ein bisschen weitsichtig agieren. Das kann ich euch auch immer vorschlagen. Von wegen, spielt dieses Spiel am besten immer mal ein bisschen mit den einzelnen Charakteren. Nicht mit allen gleichzeitig, also nicht mit einem immer komplett die durch, sondern halt immer mal wieder was anderes. Das hält jung, das hält frisch, das ist dann halt auch besser für dich selbst, für deine mentale Konstitution. Denn wenn du nämlich mit einem und demselben das hier durchexerzierst, das macht es nämlich dann auch langweilig. Wenn du das natürlich dann immer mal wieder anders spielst, dann macht es schon mehr Fun. So. Genau. Ja, und was haben wir denn hier? Durchschlagschaden, Angriffsqualität. Energieentzug für 3 Sekunden. Das ist kacke. Durchschlagschaden prozentual. Verbrennung. Oh, guck mal, der ist elektrisieren der Flachbogen des Feuers. Der ist ziemlich cool. Feuerschaden, Verbrennungsschaden und dann bietet der unter anderem auch noch Blitzschaden. Der ist ziemlich cool. Lebensentzug. Okay, finde ich jetzt nicht so nice. Durchschlagschaden und Angriffsqualität. Also Angriffsqualität nochmal für die, die neu sind. Angriffsqualität ist grundsätzlich für die kritische Trefferchance. Ja? Die dann damit arbeiten wollen, gerne. Die eher auf Burst Damage auf Burst Damage setzen, bleibt lieber dabei. So, okay. Gut, das hätten wir. Intelligenz wollen wir jetzt erstmal nicht skillen. Wir brauchen davon 450. Das Erzmagier-Set, ist für uns gestorben. Ja, wie schon gesagt, ich habe geguckt und ich fand es jetzt nicht so geil. Weil unser Energieregenerationsproblem, das wird nicht behoben, das wird eher noch befeuert. Also weil es einfach nur Kacke ist. So, und hier, warte mal, hier haben wir noch einen der Flamme bekommen. Ach nee, das Frostes. Ah, schade. Und zwar, ich bräuchte nämlich einen der Flamme,
weil ich da was vorhabe. So, zack. Jut, 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 jut. Der Maters macht sie alle tot. So, aber hier sehen wir auch schon die ersten Seelen. Guck mal, hier ist eine Leiche und das ist die dazugehörige Seele, genauso wie von dem Soldaten hier die Seele ihm zuguckt. Gehe ich mal davon aus. Es ist schon schön inszeniert, ja. Also, dass man dann so sieht, wie die Verblichenen hier, ja, dann halt ihren Weg antreten. Ich sollte vielleicht echt mal wieder meinen Knochenmann beschwören, ne? Auch wenn der jetzt nicht so wirklich geil ist. Wenn der uns jedenfalls irgendeinen Buff bringen würde, das wäre natürlich dann richtig geil, aber. So, oder wenn er auch ein richtig geiles Ablenkungsmanöver bringen würde, aber ist jetzt auch nicht so geschuldet, ne? Nicht so wirklich da. Wir könnten natürlich auch die ganzen Punkte aus unserem Typen rausnehmen und in die Traummeisterschaft investieren, ja. Da kämen wir auch schon ziemlich weit. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so im Sinne des Erfinders ist. Ja. Ah, guck mal, das ist Ich Admetheus. dachte, ich Pesistratus wird ärgerlich sein. Das ist Admetheus. Ich habe gesagt. Admetheus, der mit dem Medizinvorrat, der ist jetzt elendig krepiert. Das ist natürlich, ja, schade. So, und das Schlimme ist, der eine Typ, der hat ja gesagt, hast du Admetheus gesehen? Ja, elendiger Nichtsnutz, der ist wahrscheinlich geflüchtet. So, und jetzt ist er hier dem Märtyrer tot gestorben. Hat die Medizintasche noch in Sicherheit gebracht und dann kriegt der eine Typ da nämlich übel die Gewissensbisse. So, und ja, da können wir dem erstmal so richtig schön ins Gewissen reden. Ja, sehr schön, den hätten wir auch. Geknallt haben wir den, geknallt. So, hier wollen wir auch nochmal eben die ganzen Leutchens eben wegkillen. Wegtöten. Okay. Ba, 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 ba. Oh, Mensch, ein Schrein der Meisterschaft. Den werden wir doch auch gleich mal nutzen, um unseren Knochenkopf neu zu beschwören. Yay, jetzt bist du wesentlich stärker und wesentlich angriffslustiger. Und kannst auch die Gegner mit einem Schuss töten. Oder auch nicht. Ich glaube, es bleibt bei dem oder auch nicht. Oh, wow. Komm, hau sie um. Archimedes des Eises. Wow. Aha. Essenz von Klinges Tartanus. Boah, meine Güte, was das hier alles an Zeug gibt. Das ist ja unglaublich. So, das ist hier mein Lieblingsabschnitt unter anderem im Hades. Weil der ist wirklich richtig schön inszeniert. Das habe ich ja gerade schon das 40. Mal allein in dieser Aufnahme erzählt. Weil das war echt für mich so dieser Punkt, von wegen, das haben sie richtig geil dargestellt. Insbesondere, wenn wir dann halt auch gleich hier sehen wir auch nochmal die wandernden Seelen. Wenn wir dann halt noch weiter in diese Richtung dann schreiten, dann werden wir nämlich auch sehen, wo dann halt auch ja, der Eingang ist zu Hades, zu dem Land der Untoten oder wie man es auch nennen mag. Und das fand ich echt beeindruckend. Genauso wie die Überquerung des Styx, das war auch schon ziemlich cool, insbesondere mit diesen Lichtverhältnissen, die da waren. Aber wenn man das schon so zwei, dreimal gesehen hat, dann geht es einem nur noch auf die Eier. Beim ersten Mal war es wirklich so ein Flash-Moment, wo du so sagtest, Alter, damit haben sie ja wirklich alles übertroffen. Somit habe ich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen die Spannung erhoben für die Leute, die jetzt wirklich Titan Quest noch nicht wirklich gespielt haben. Ja, und hier einfach nur drüber gestolpert sind über dieses Let's Play. Also ihr werdet auf jeden Fall ja, nicht enttäuscht sein, sagen wir es mal so. Also ich finde es zumindest ziemlich cool inszeniert. Und jetzt gehen wir hier mal
zurück nach Epirus. Epirus, Teleporterplatz in das Flüchtlingslager. Admetos fehlen viel. Admetos ist jetzt draufgegangen. Die Läden, die ich in Paseron hatte, weg. Und das hier, das ist alles, was ich noch habe. Der Rest ist verloren. Und das Geile ist, wir kriegen hier irgendwas um die 60.000. 60.000 pro. Oh, warte mal, das Ding. Ah, entziehender Flachbogen der Flamme. Energieentzug für 3 Sekunden. Das ist natürlich auch sehr beeindruckend. Stufe 15, 83 Stärke und 245 Geschicklichkeit. Ich weiß jetzt nicht, welcher geiler ist. Weil der hat hier noch Blitzschaden mit bei. Ich müsste eigentlich beide behalten. Das wäre wahrscheinlich das Besteste für mich. Genau. Weil ich habe einmal eine Weise. Das ist Bad Barbara, die Weise, die hatte die Affinität von wegen Jagdmeisterschaft und Blitz. Und dann habe ich noch einen Avenger, einen Rächer sozusagen, der hatte die zwei Sachen Erde und Jagdmeisterschaft. So, und der geht dann halt, der eine geht auf Blitz, der andere geht auf Feuer. Und deshalb, da müssen wir echt mal anschauen. So, ich komme hier echt überhaupt gar nicht mehr klar mit diesen ganzen Gedöns. So, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Heiltränke. Nur die besten Waren. Den Rest habe ich verloren. Oh, Burgund ist auch immer sehr schön, aber okay. So, zack. Und das verkaufen wir einfach. Ratzefatze. So. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade bloß nochmal eben geguckt, ob wir vielleicht irgendwas Tolles haben. Lebensentzug, bla bla bla, Feuerschaden, Lebenskraftschaden. Nee. Es ist mir eine Ehre. Ja, das ist mir auch eine Ehre, du. Da sage ich erstmal Dankeschön für deine Ware. So, okay, jetzt gucken wir mal. Nee, da nicht. Hier. Bam! Komme ich denn hier lang? Ach cool. Komme ich sogar. Oh fuck, Alter. Ah, ja, 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 ja. Wir merken schon, hier haben wir so ein kleines böses Problem an der Backe. So, aber ich glaube mal mit unserem Life-Leech-Zauber, also hier wirklich mit dem Lebenssauger, wie heißt es? Lebensentzug, genau. Sind wir schon mit gut aufgestellt. Insbesondere, wenn wir jetzt erst einmal diesen Ketteneffekt weiter gelevelt haben. So. Bam! Oh, Kacke, Alter. Oh, der Durchschlagschaden. Der Durchschlagschaden. Das ist, da merkt man es aber mal so wirklich, wenn man kaum Rüstung hat. Und dagegen überhaupt gar nicht gewappnet ist. So. Den hätten wir auch. Oh, da ist auch noch einer. Haben wir noch einen Knochenhaufen und a lot of Heiltränke. Ach Mensch. So, hier sitzt auch einer auf dem Stein. Ich müsste bloß mal eben gucken.
Ich glaube hier, das war endlich. So. Genau. Aha, aha, aha. Puh,